2,2 Millionen Euro. Einfach so. Wer würde da Nein sagen? Also heißt es ran an den Stift und ab in die Trafik mit Ihnen. Am Mittwoch wartet nämlich ein Doppeljackpot. Die schlechte Nachricht zuerst. Egal, ob Sie dabei auf Ihre Lieblingszahlen setzen oder doch lieber einem systemgenerierten Quick-Tipp vertrauen. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto die 6 richtigen zu tippen, liegt in beiden Fällen bei 0,00001 2 3%. Also ungefähr so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden. Wesentlich wahrscheinlicher ist laut Berechnungen der Fachhochschule Graz der Gewinn einer Olympia-Goldmedaille. Beim Umziehen seiner Hose einen Unfall zu haben, ist ebenso viel wahrscheinlicher, oder sogar ein Supermodel zu daten. Wer sein Glück aber trotzdem probieren möchte, dem sei gesagt, die Zahl, die bis dato am häufigsten gezogen wurde, ist die 43. Von der 33 sollten Sie hingegen lieber die Finger bzw. den Stift lassen. Sie wurde bei den Lottoziehungen bisher am seltensten aus dem Kugelmeer gefischt. Das meiste Glück der Lotto-Geschichte fiel einem 32-jährigen Niederösterreicher in den Schoß. Mit 14,9 Millionen Euro Gewinn ist er der Lottosieger mit dem höchsten Gewinn. Er hat damals im Dezember 2022 einen 7-fach-Jackpot geknackt. Die größten Gewinner im Lotto sind aber immer die Lotterien selbst. Trotz der hohen Gewinnsummen ist Lottospielen für die Lotterien ein lukratives Spiel. Bei jeder Ziehung werden Millionenbeträge eingenommen. 2017 etwa erzielten die österreichischen Lotterien nur mit Lotto 6 aus 45 603 Millionen Euro. Ins Fäustchen lacht sich aber auch das Finanzamt. Gerade in Österreich und Deutschland ist das Finanzamt der lachende dritte Gewinner, wenn sie einen Lottogewinn einheimsen. Zwar wird ein zufälliger Gewinn, wie eben im Lotto, als nicht steuerbar eingestuft, das gilt aber nur für die reine Gewinnsumme. Sobald Sie Ihr Geld anlegen und es Zinsen oder andere Rendite abwirft, unterliegt es der Kapitalertragssteuer. Ein Viertel davon muss dann also direkt an das Finanzamt übermittelt werden. Auch die Technik macht vor den Lottoziehungen natürlich nicht Halt. In Thailand etwa hat ein Mann in einer Lotterie gewonnen, angeblich mit Zahlen, die ihm der KI-Chatbot zugeflüstert hat. So oder so, entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihr Geld für einen Lottotipp ausgeben wollen oder die Münzen dann doch lieber in ein Sparschwein schmeißen. Studien zeigen nämlich, dass Lottogewinner nach wenigen Jahren finanziell wieder genau dort angekommen sind, wo sie vor dem Geldregen gestanden sind. In vielen Fällen stehen sie dann sogar finanziell noch schlechter da. Vielleicht also doch ein Segen, im Lotto nicht die 6 richtigen zu tippen.